Bert? Check Bert! Nein! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zu Beast Factor mit Bösti und Philipp immer noch. Still recording. Immer noch am Rekorde brechen heißt das auf Deutsch. Still recording. Ja, genau. Ja, genau. Oder? Also, ich denke ja. Ja, ja. Achso, warte. Ja, ja, ist schon, wieso bin ich jetzt schon runter in die Mine gegangen? So viele Sachen vergessen. Was macht ihr eigentlich gerade so? MFSU bauen und ich hänge meinen Keller aus. Ja, und ich baue meine Maschinen aus und MFSU. Das wäre gar nicht. MFSU hab ich schon, das finde ich voll cool. Find ich voll wieso cool. Hast du schon eine MFSU? Ja, weil ich gut bin. Aber wieso? Tja, da kannst du mal sehen. Ja, läuft halt. Bei dir, hab ich gehört. Aber das verstehe ich nicht ganz so. Der Tino hat's halt. Ja, der Tino hat's wirklich. Ich bin halt der Feed the Beast Pro, ich hab schon alles. Fast. Nein, Feed the Beast Pro ist absolut Tuber. Also. Ja, der hat ja auch schon auf Vorrat wie viele Folgen? Also er hat gesagt, er hat mir letztes gezielt, er hat vor zwei Tagen gezielt, es hat vorproduziert circa, was weiß ich, 95 oder so. Hä? 95 Folgen jetzt circa. Bei dem. Hat er eine Macke? Der ist ein bisschen übertrieben. Ja, ja, also. Na gut, ich meine, wenn man so viel vorproduzieren muss man ja auch nie. Junge, ich meine, ich habe jetzt auch ganz ehrlich in den Weihnachtsferien und bis heute habe ich auch wahrscheinlich 40 Folgen vorproduziert. Ding. Ja. Nein. Ihr habt doch so eine behinderte Schule, wo man erst um 6 nach Hause kommt. Ja, also gut, ich hab. Ja, ich sag, ich nehme auch nur am Wochenende auf und das auch nur am Abend. Aber halt bis spät in der Nacht. Deswegen. Ich komm auch nicht immer halb 6 nach Hause und du wohnst viel näher an der Schule, Ralle. Bist du dumm? Na und? Was? Wann komme ich mal 5:30 nach Hause? Hey, hast du das nicht gerade gesagt? Nee, der Ghosty hier. So, ich dachte schon, du regst dich drüber auf. Nee. Nein, ich hab so ziemlich fast nie vor. Naja, 4:30 war's, deswegen. Das sind die Österreicher. Ja, unser Schulsystem ist beschissen. Aber es ist nichts Neues. So, was machen wir jetzt mit der... Ich hab so und viel Mist dabei. Die Leute, die das leiden, sind doch beschissener, deswegen... nur geschlecht. Mensch, brauchen wir Glasfaserkabel, leg mal rein. Coole. Hallo. Iron. Ich bin viel zu schnell. Na komm, wo waren die Iron-Kiste? Hier war sie. Dann haben wir noch Brot, das nehmen wir mit. Dann nehmen wir noch hier... Das... Schwefel. Kann man die Sprache nicht umstellen hier? Englisch. Ja, klar geht das. Klar kann sie das umstellen, aber ist nicht alles übersetzt. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem. Ist schon besser so. So, dann haben wir eigentlich alles jetzt. Sehr schön. Was mache ich denn? Eine. Da hebe ich mir die Efficiency noch auf. Und nutze jetzt erstmal die hier. Oh, Mann, no. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Festplatte ich noch frei habe. Ganz also ich habe jetzt mal, ich habe vorgerendert, ich habe jetzt hochgeladen die Folge 22 und ich habe vorgerendert auf die Folge schon 41. Doch gut. Sonst habe ich nämlich vollen Speicher, das ist ein bisschen geschissen bei 1,5 Terabyte. Ja, Zucker. Habt ihr eigentlich Playlist laufen? Ich hab die Minecraft Musik an. Oh, der TT auch noch hier. Oh Gott, jetzt kommt der nächste Bongo. Das gibt es nicht. Komm, holt ihr mal alle rein hier, los. Ja, warte, wer ist denn das alles? Warte, ich bin schon dabei. Also, wir gehen mal dazu. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Femris? Also, der ist Jerome, oder?
Ja, Geronimo. Geronimo oder sowas. Also irgendwas mit Red Bull. Ja, Red Bull Wolf und dann auch noch. Wie heißt der CC nochmal? Wirklich wieder erst. Blue Dragon. Nee. Nein, der ist neu. Okay, der CC ist jetzt Right Tension. Ist gleich wieder geleftet. Der hat bloß geschrieben, dass wir das abonnieren sollen. Abonniert Right Tension Blue. Okay, machen wir gleich Werbung. Ich bring das gleich vom Intro rein. Leute, abonnieren ist die. Abonnieren, favorisieren und was da herkommt noch. An den TT. Ja. Was jetzt? Hörst du mal noch den an? Was? Nee. Ist der TT jetzt dabei? Hinzugefügt. Nee, ich wollte eigentlich nur mal kurz, ich wollte halt eigentlich wieder nur YOLO. Wollen wir schon wieder Eigenwerbung machen, gell? Losti. Ja. Steck den mal wieder mal. Manu Sebak, der Vision und Vulkan, ich kann mich jederzeit dran erinnern. Aber ich bin nicht in der Stadt, außerhalb der Stadt im Moment. Ja, noch nicht. Ich wollte nur sagen, ich komm gleich, ich muss nur noch mit den anderen Elsewhere fertig spielen. Okay. Muss. Weg. Lass dir Zeit. Alter. Da sind wir dann ja, weg. Kommt drauf an. Lass dir bitte so viel Zeit, dass wir dann weg sind. Ja, bitte. Ja, ich hab euch auch lieb. Hier eigentlich. Also irgendwie achtet ihr mir gerade. Auf Pauls Grundstück steht noch einer. Funktioniert der voll? Also auf meinem. Ist der voll funktionstüchtig? Ah, da gehe ich da gleich mal hin. Ich hab dort noch nie Was ist voll für ein Verzauberungsstück? Der Verzauberungstisch von Paul. Also das Grundstück gehört jetzt eigentlich mir irgendwie. Der Arsch. Cool. Der Paul. Ich muss mal die Kisten umstellen. Ach so, stimmt. Paul macht ja jetzt XCOM, ne? Da dürften schon die ersten Folgen jetzt gelaufen sein. Also meine Folge also stimmt, kommt hier am... Der Paul was weiß ich, gehört ja auch zu der Quabe, oder? Ja, genau. Ja. Verstehe ich das richtig? Ja, wisst ihr, ich habe mich da jetzt noch nicht so genau befasst, ja. Ach, du sollst dich mit unserem Kanal schon beschäftigen, also wir sind ja schon die nächsten YouTube-Stars. Ja eben, ja, wir verdienen schon 2 Milliarden pro Video. Ja. Respekt. Also da möchtest du uns schon auf dem Schirm haben. An schlechten Tagen, logischerweise. So, warte mal, Nikolit, dieses beschissene Ohr, was kein Mensch jemals benötigen wird. Genau, Nikolit braucht eigentlich benötigen. Das ist absolut. Das richtig. Braucht man für einen Blue Alloy Ofen oder irgendwas. Ja, stimmt. Das Zeug. Ja, aber wer braucht das? Ja, das stimmt. Hat das eigentlich eingefügt, ja? Da muss sich einer Gedanken gemacht haben, das stimmt. Das wäre so ein Ohr, das braucht man nicht. Warte, könnt ihr mal alle schlafen gehen? Achso, es ist Tag. Dann ist voll egal. Bloß weil du so leider die Boss gehen wir dann nicht schlafen. Ja wirklich, ich muss mehr Water Rooms machen. Aber ich meine, ich habe jetzt einen Haar vor, deswegen Solarpanel, deswegen ich scheiße drauf, ehrlich gesagt. Geothermal, Energie, FTW. Ja, ich mach mal zuerst wahrscheinlich jetzt einen Iron Tank. Ich mach Solar, Alter. Läuft. Brauchen wir so viele Rohstoffe. Egal, scheiß drauf. Passt schon. Junge, weißt du, wie viele Rohstoffe man braucht, um ein Haar vorzukraften? Ungefähr, was weiß ich, eine Dreiviertelkiste voll. Das ist krass. Viel. Ja, es ist echt teilweise krank. Ich muss jetzt erstmal Rotarium Mace Ritter und alles machen. Den was du zerstört hast? Das stimmt ja. Let me be. Du Mongo. Sehr geil. Ja, ey, ich Mongo schließe natürlich den Haar vorne und wundere mich dann natürlich, warum alles explodiert. Ich glaube, mir ist das auch mal passiert, aber in dem Sinn, wo wir normal gespielt haben. Ja, das stimmt. Da ist ja irgendwas kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind jetzt bei der Quabe? 6, oder? Ja. Guck unser Intro an, was ist. Achso, ja, nein, keine Ahnung. Guckst du unsere Folgen? Du guckst nicht alle unsere Videos wie jeder normale Mensch. Nein. Das ist aber nicht gut. Was ist los bei dir? Dann bist du der eine in Deutschland, der das nicht tut. Du bist ja komisch. Du kannst gar nicht mitreden. Du Außenseiter, du. Das muss ziemlich scheiße sein, so ausgegrenzt zu sein. Der wollte besser werden. Genau, das war jetzt das, was gemeint hat. Das ist. Bei Österreicher wundert mich da nichts. Noch schlimmer. Die haben wir schon mal voll am Rad gedreht.
Ja. Also, na? No? Oh fuck, ich brauch mehr. Ey, da ist ein Zombie. Hab ich keinen Bock drauf. Achso, halt, ich muss doch dahinter. The Music. Ah, das Lied kam schon zu oft, das muss ich jetzt überspringen. Aber irgendwie finde ich's. Ich finde es irgendwie ein bisschen beschämend, dass es nur eigentlich einen großen YouTuber, österreichischen YouTuber gibt. Ich bin ein bisschen auf. Wer ist du das? Du bist der größte ist wahrscheinlich. Das der Ronny, nein, oder wen meinst du? Winnicraft. Winnicraft. Der ist Österreicher. Ja. Gott. Echt? Sicher. Kenn ich nicht. Der war ja auch beim Megaprojekt mit. Der war beim Megaprojekt. Da, daher kenne ich den. Genau, also jeder kommt, den kennt man auch bloß durch die Beschreibung von den großen YouTubern aus Deutschland. Hey, der Ronny, ja, ist doch, ist der, kommt, der kommt da auch aus, ne, der kommt aus der Schweiz, glaube ich, ne? Der kommt aus, ja, der Schweiz, ja. Der kommt aus der Schweiz. Also ja, der Ronny, ja. So. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, wie ich das gehört habe. So. Dann haben wir jetzt genug Samen. Samen gesagt. Samen. Oh Gott. Total witzig, ey. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wenn der Tino und ich mal Formel 1 2014 spielen. Oh Gott, das wird lustig werden. Das wäre witzig, ja. Ja, das wird ziemlich lustig. Wir spoilern schon mal ein Dreivierteljahr vor, dass wir mal F1 2014 mal zusammen zocken, aber YOLO. Ja, bestimmt bin ich dahin komplett verarmt und kann mir das Spiel überhaupt nicht mehr leisten. Ach nee, das ist ja gar nicht, stimmt, wir verdienen immer Milliarden, das, das kriegen wir schon hin. Das geht sich schon aus. Ja, das ist ja schon ziemlich arm, so ein paar Milliarden. Bloß. Ja eben, das ist nichts in der Welt, boah, der heutigen Welt. Ja. Das ist richtig scheiße. Kannst ja gar nichts von leisten. Eben, das ist ein bisschen scheiße. So ist es. So, Jetpack, lade dich auf. Und du machst jetzt auch meinen Powerarm oder warte, bis ich meine Powerarm nicht mehr brauche von der Quantumrüstung. Ja, mach mal, ich mach das so. Ich muss sowieso, es wird garantiert noch 50 Folgen dauern, bis ich dann letztendlich mal Yu-Yu Matter herstelle. Und deshalb, naja. So, jetzt muss ich erstmal zum Paul finden. Alter, das ist geil. Hallo, ich hab die Yu-Yu Matter Fabriken, was ist nicht, 2 Folgen aufgestellt, das hast du gleich erledigt. Und das kostet noch nicht viel. Naja, ja, ich hab aber auch was eigentlich bloß ein paar Recycler. Der wohnt eigentlich hier. Ja. Ich meine, das einzige Tor ist natürlich der Messer. Alle vermuten neben mir. Das ist. Philipp. Wo? Links? Naja. Das müsste der Hardy sein, Alter. Ja, das ist der Hardy. Stimmt, ja. Statt ich einfach mal auf dieses blöde Schild gucke. Nein. Machen wir nicht. Tatsache, dass das. Sehr schön, Tino. Hat auch kein schlechtes Grundstück, muss ich sagen. Ich hab das jetzt auch gar nicht gesehen von dir. Ist das Öl? Aber neben TT zu wohnen, das wollte ich ohne. Ist das Öl? Nein. Doch. Doch, das ist Öl. Aber die könnte theoretisch mit Öl das Ganze machen. Nein, doch. Er wohnt nicht und gerne neben TT. Ich glaube TT konnte. Naja. Sure. Aber ich meine, TT ist jetzt kein. Ich meine, Öl ist jetzt keine unendliche Quelle, deswegen ist das auch wieder egal. Na und? So, warte mal, jetzt muss ich erstmal einen Paul finden. Der ist in die andere Richtung. Der ist neben Jack, falls du das ja, weißt. Das weiß der ist in der Nähe von dem Gefängnis. Ja, ich weiß, wo der Paul ist, aber ich finde das immer nicht. Ich weiß, also du weißt, wo er ist, aber du findest es nicht. Genau, jetzt weiß ich. Ich wollte nämlich eine Abkürzung nehmen, aber die war dann fucking logic. Nicht sonderlich kürzer. Naja. Falsch. Ah, Streitmusik ist schon hübsch. Nee, das ist nicht der Paul. Das, hier drüben ist er. Da. Das Grundstück habe ich damals noch festgelegt. Paul hat sich erstmal darüber aufgeregt, dass das so weit abseits ist. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich damals mein Grundstück festgelegt oder war das schon TT? Das war der TT. Das war bestimmt schon TT. TT hat sich dann immer drum gekümmert. Ich weiß nicht, das gar nicht mehr. Das ist jetzt schon so lange her.
Ende November schon. Das ist richtig lange her eigentlich schon. Deswegen. Gleich wie die Zeit. Natürlich. Wie die Zeit rennt, das ist schon Wahnsinn. Ich muss schon dazu sein. Deswegen, das war ziemlich komisch. Nein! So. Was los? Was ich jetzt gemacht hat, kannst du dir dann in der Folge angucken. Ich weiß noch nicht, welche Folge das ist. So, hier steht ein Bett. Hier steht technisches Zeug. Ach man, hier sind ja gar keine Bücher drumherum. So eine Scheiße. Wir hatten noch einen Verzauberungstisch. Sind da keine Bücher drumherum? Nein. Eigentlich müsste das Tuber haben, aber die hat jetzt ein bisschen umgebohrt, deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich geh mal suchen. Hat Trafi die abgebohrt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendjemand habe ich ja. Irgendwie. Oder hat vielleicht Checker, ich weiß es gar nicht. Ja, da kommst du bloß schlecht rein da. Ist ein bisschen schade. So, mal schauen. Ja. Warte, wie ist die Weiterentwicklung vom Furnace? Induction Furnace. In Electric Furnace kommt der erst. Yeah, Klappe. Und dann kommt der Induction. Ach nee, davor kommt ja dann noch der Eisen. Geiler Scheiß. Ich weiß gerade leider nicht, wo der Tuber hier was haben soll. Weil ich komme hier nicht überall rein, logischerweise. Ja, du brauchst meistens ein Portable Hole oder so. Das ist. Ja. Tubers in Haus ist nicht gerade perfekt gestaltet, sagen wir so. Naja, da muss ich mal beim Raffinov. Ah, da komme ich ja auch nicht rein. Wie kommt man da durch die Tür? Rechtsklick. Echt? Einfach rechtsklick. So einfach? Aber was weiß ich? Ja, das sind diese Blöcke aus dem Twilight Forest. Aha. Ja. Wir haben ja Raffis. Oh, Tino. Resort. Hey. Ich bin noch auf dem Server online. So, dann beende ich jetzt an der Stelle gleich mal die Folge und wir sehen uns übermorgen um 6 Uhr. Ja, okay, ich bin doch. Tschüss. Weiß ich wieder. Tschüss. Wie lange dauert das jetzt wieder, bis es funktioniert? Nicht lange. Okay, das ist schön. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zum Beast Factor und wir schauen jetzt mal, ob wir auf den Server wieder drauf kommen, weil das Ende ja der Restart war vom Server. Nein. Nein! Wir hören euch auf zu anzufangen. Wir fangen erst an, wenn wir wieder auf den Server können. Nein, ich habe jetzt schon wieder angefangen. Ja, ich aber nicht. Ja, ich hab erst gar nicht aufgehört. Ja, kannst mal sehen. Komm schon. Ah, jetzt wieder. Das geht wieder? Relativ schnell sogar. Nein. Na komm, jetzt. Das ist für mich leider noch nicht. Anmelden. Hat jemand auf Skype was geschrieben? End of stream. XD YOLO. Hey. Achso, der. Gute TT wartet. Ja. Der Arsch. Komm, na, anmelden. Komm, Communication Error, fick dich. Ende der Datenübertragung. Am Arsch. Was gibt's nicht? Komm schon, verbinde dich. Typisch Nitrado. Scheiß auf Nitrado. Ende der Datenübertragung. Ein sehr schöner Anfang der nächsten Folge. Ja. Ja, jetzt, ja. Du bist einfach rausschneiden. Alter. Egal. Vielleicht schneide ich es raus. Ich mal gucken. Folge. Ah ja, man kann Anfang raus. Eine Plutoniumzelle machen. So, jetzt muss ich gucken, dass mir meine Festplatte nicht voll läuft. Junge, ich hab noch 500 Gigabyte frei, also ich bin Kessel drauf. Ich hab noch 200 Gigabyte frei, ja, das geht bei mir relativ schnell. Ja, wenn man so eine Stunde aufnimmt, dann hat man wieder, was weiß ich, 80 Gigabyte oben. Hä? Ich bin durch die Erde durch. Okay. Mist, meine. Oh, wow. Meine blöde Maus. Okay, warte, dann nimm, warte, da fange ich wieder an. So, alle Leute, willkommen zurück bei Beastech, noch jemand mit dir. Kurz zwei Typen von der Kurbe. Ich verstehe immer noch, wie ist jetzt eigentlich auf den Namen Kurbe gekommen? Wörterbuch.
Ja. Also Duden. Wir haben im Wörterbuch im Duden nach witzigen Worten geguckt und die richtige Bedeutung von dem Wort kann man sich anschauen, wenn man mal auf Volksschule bist du, oder? Wenn man mal auf Duden.de geht und sich das anguckt. Du denkst jetzt an das Tierquabbeln, aber das ist was anderes, das ist ekliger. Ja, muss man auf Duden.de gehen und da das eingeben. Ja. Mach das am besten jetzt parallel. Du wirst lachen, wenn du das liest. Hm. Was? Oh, es ist nicht. Könnt ihr kurz schlafen gehen? Nö, ich hab kein Bett. Dann verlacht's den Server oder wie? Okay. Wir haben jetzt genau die Backe so lang. Nein, nein. Oh, komm schon, ich bin langsam wieder ein bisschen. Nein. Ich hab Energie. LOL. Das ist schön, ich nicht. Das ist nicht mein Problem. Chickbert, Alter. Wieso bist du weiß? Was? Ich hatte ein braunes Hühnchen, jetzt ist es weiß. Oh Gott. Chickbert! Nein! Nein! Du Antirassist. Chickbert ist weiß geworden. Ich hab schon gedacht, Philipp ist rassistisch. Nee, ich habe ja bloß was gegen Österreicher. Das stimmt allerdings, da. Da gibt's auch berechtigten Grund. Ja. Jetzt kommt das gleich wieder mit Hitler und so den ganzen Scheißdreck, ja, ja. Ja, ihr seid am Ersten Weltkrieg schuld. Ja, eben. Na, und ihr Zweiter! Ich ja, das war ja die Rache dafür, dass wir am Ersten schuld sein sollten. Ja, genau. Du hast ja gar keine Ahnung. Eben, ey. Meine Güte. Weißt du, ihr fangt den Ersten Weltkrieg sozusagen an, dann kriegen wir die alleinige Schuld. Was soll denn der mit? Was macht das doch? Da muss man ja einen Zweiten anfangen. Na eben. Aber der, den wieder angefangen hat, das war schließlich Österreicher. Boah! Also, es läuft alles auf euch hinaus. So ist es. Tja, da guckst du blöde. Da guckst du blöd aus der Wäsche. Sonst so, haben fuck. Sie immer die Juden, wie macht man, Juden die Schuld gegeben. Wie macht man too many Items wieder an? Eine Frage. Was? Irgendwer von euch, ob ihr so, aus dem Bild nicht bei euch? Oh, sehr gut. Danke. Ah. Ist irgendwie aus dem Projekt bei euch? Weiß das wer von euch? Hm. Was? Wer? Was? Würdest du da wieder an? Ist irgendwo, ob irgendwer bei euch ist aus dem Projekt? Ich glaube nicht. Bei Rafinov ist ja nicht ganz klar, aber... Ja, das ist Russe. Ja, stimmt. Ich weiß, wo der wohnt. Ich hab das sogar mal... Hi, Turtle! Nein! Ich hab sogar mal nachgegoogelt. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, es uns allen zu sagen. Ich hab mit dem... Ja, der wohnt im Saarland hinterm Mond. Ja, das weiß. Das sagt er aber bloß so. Neben Wodka... Er wohnt neben Wodka City. Wahrscheinlich. Nee, Raffi, der... Ja, wirklich. Ich durfte mal über... Haben wir so geskypt und dann habe ich das so rausgefunden. Dass er in Saarland wohnt. Nee, im Saarland. Der wohnt in einem Land daneben, sozusagen. Aber eigentlich wohnt er im Saarland in der Mond. Sagt er. Wahrscheinlich meinst du jetzt in Frankreich. Philipp, es gibt da nicht so viele Länder daneben, ne? Bundesländer. Naja, das ist mir schon klar. Eins, zwei? Bestimmt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt zwei gibt. Nee. Skelett! Das wär's. Wir sind in Geo nicht so gut ausgebildet. Da hatten wir so eine super Lehrerin. Die, ach ja, und da wissen wir. Na, Saarland. Kommt mir nicht mit Lehrerin. Wir haben eine Chemielehrerin, die ist Bulgarierin, das ist sozusagen die Russin in Person. Ach. Sabina Rafinov. Mit Chemielehrerin, da kennen wir uns auch gut aus, hä? Ja, ja. Wir sind. Philipp hatte nämlich eine 5 in Chemie. Wirklich? Ja. Mensch, im ersten Halbjahr. Übertrieben gut. Und was soll das? Und was soll das erzählst du, scheiß Österreicher, du? Eben, ey, du Arsch. Hä? Also, was hast du mich hier zu beleidigen?
Ich setz mir jetzt einen Kuchen dahin. Ey, was macht man mit dem Plant Ball? Mit dem was? Was? Mit einem Plant Ball. Keine Ahnung. Was ist ein Plant Ball? Schauen wir mal. Ein Paintball, Mensch. Den kannst du Mesa rotieren, da kommt Erde raus. Geiler Scheiß, Alter. Cool. Und mit dem Kompressor kannst du da Plants draus machen. Und daraus kannst du eine Biozelle machen. Hey. Also, Mensch. Philipp, die werfe ich dir direkt mal aufs Grundstück, würde ich jetzt sagen. Nein! Oh, doch. Okay, dann tu dir das. Nein! Das wird meine blutige Rache werden. Okay. Für was? Eigentlich muss ich mich noch für deinen Mega-Troll revanchieren. Ja! Der damalige Mega-Troll, wo ich dir irgendwelchen Mist... Was habe ich denn aufs Grundstück geworfen? Irgendein Schleim? Ich glaube, ein Zombie-Hirn. Stimmt, Zombie-Hirn war das. Sehr geil. Das war... Ja. Der härteste Shit, den ich je gemacht habe. Ja. Krass. Also ich habe die Folge gelesen, so mega toll, rennst du zu meinem Grundstück, ich habe gedacht, du blendest da TNT oder so. Okay. Ich habe auch erst überlegt, Mensch, machst du das? Ja, das wäre aber mal was gewesen, oder? Ja. Nee, das kommt noch. Ja, so. Ich hab mir gedacht, jage ich einfach Tube und T ist sein Grundstück und dann ein Nuke in die Luft. Das ist eine gute Idee. Na, TTs Grundstück kann man ja eigentlich in die Luft jagen. Zur 100. Folge machen wir das. Jo, zu meiner 100. Na, das wäre dann. Nee, zu seiner 100. Stimmt, der macht ist ja schon demnächst. Das wäre so richtig geil, Bro. Wir werden uns alle trollen und dann sprengen wir sein. Er hat ja in circa, was ist nicht, ein paar Tagen die 100. Folge. Ja, am 14.02. hat er, glaube ich, gesagt. Genau. Jetzt habe ich es verraten. Am 14.02. Ja, ich glaube, kommt die da haben wir schon, da haben wir wieder Ferien. Richtig geil. Hier, Philipp, geil. Übrigens, hier, hast du das mal wegen der LAN gelesen? In der Gruppe? Ich habe das bloß nicht so richtig mitgekriegt, was du da wolltest. Ja, wir, der Richard und so, die fahren ja dann weg. Wann fahren die weg? In der ersten Woche. Also Richard und der Fabi sind, ich glaube, nicht da in der ersten Woche. Und ich konnte ja irgendwie nur in der ersten Woche, aber das hat sich jetzt wieder erledigt, weil wir vielleicht doch in der zweiten Woche wegfahren. Also, peil mal die zweite Woche an. Was für Skifahren oder was? Ja, das würde sowieso bloß die zweite Woche gehen, weil in der ersten Woche vollbringe ich Ferienarbeit. Vollbringst du Ferienarbeit? Denke ich zumindest, dass ich... Ja. Na, dann wäre es ja günstig. Da muss ich mal gucken, dass meine Eltern, mein Vater war da ganz optimistisch. Muss halt bloß gucken, dass meine Mutter das nie wieder versaut jetzt. Kann passieren. Was das an der zweiten Woche fahrt. Ja. Aber wenn dann halt in der. Achso, da musst du wohl nie mit oder was? Nee, dann fahren wir in der ersten Woche auch weg. Ach so. Weißt du, und da so, sind ja, wir in der zweiten dann halt ja, da. Das wäre ja, natürlich praktisch. Nett. Ja, das wäre gut. Könnte man das in der zweiten machen? Das wäre natürlich wirklich gut. Ja, ja. Weil das war schon ziemlich geil zu Silvester. Wo dann der Fabi plötzlich dort gepennt hat. Ja, fand ich gut. Fand ich richtig gut. So, warte, jetzt brauche ich. Achso, Rubber kann ich erstmal runterschaffen. Das ist eine gute Idee. Chickbird, Alter. Chickbird. Chickbird, das ist vor allem so ein geiler Name für einen Huhn. Chickbird. Schreib mir mal auf, nicht dass das vergesse. Das Huhn kann dir nur leid tun. So, ich habe jetzt schon zwei Minenwagen gerade bekommen, dadurch, dass ich meine ganzen Scrapboxen weggeworfen habe. Richtig geil. Sief, Alter. Sief. Ach, und ich habe jetzt auch gesehen, dass du den neuen Mod drauf gemacht hast. Ja, endlich. Weißt du, was der neue Mod ist? Hat er das der TT gesagt? Ach, das weiß ich auch so. Okay. Aber, okay, dann. Das ist mit dem Lagersystem. Das ist der mit dem Mega-Lagersystem. Genau. Also, das wusste ich auch so. Ich weiß nicht, was hat der TT wieder für eine Welle geschoben hat. Was macht der TT gerne? Er hört wieder irgendeine Playlist, die. Ja, soll ich mich auch nehmen. Zelda. Ja, weil das ist so. Ich meine, gut, Zelda. Bombe. Ja, das gibt's auch. Macht man gerne mal in Ferien.
Zelda. Jemand, der gerne auf so Campingplätzen verweilt, ist nämlich ein Zelda. Hast du verstanden? Der ging gar nicht zu verstehen. Zelda. Ich hab den jetzt nicht verstanden. Was? Zelt. Das sind wieder die Österreicher, Zelter. Die sind nicht so intelligent. Also so, Zelt, das sagt man eigentlich nicht, aber Zelt, Camper, als halt Zelt. Verstehst du wegen Zelt, Zelter. Also, ziemlich will ich sagen, aber der Band ist nicht lustig. Versuch's mit. Der war auch nicht lustig, der sollte auch nicht lustig sein. Nee. Chickbird, Alter, Chickbird. So. Jetzt will ich ja erstmal hier draußen meine kleine Oase noch komplettieren, deswegen habe ich jetzt gerade Pflasterstein in den Maserator gehauen, damit wir da mal zwei Stacks kriegen. Vom Sand. Wieso mir das nicht gleich eingefallen ist. Aber wären wir nicht damals Sand holen gegangen, hätten wir niemals Chickbird geholt. Hat es nicht. Ey, das ist Michael Jackson, Alter. Oh, wow, das ist ey, das krass. Ist Michael Jackson. Der hat sich auch die. Der war erst braun und dann hat er sich die ganze. Die Haut weiß färben lassen. Ey, das ist Michael Jackson. Ey, das ist noch viel Michael geiler. Jackson. Michael Jackson. Ey, das ist richtig gut. Michael Jackson. Warte, das schreibe ich mir auf dem Schild. Ich brauche ein Schild. Schild. Drin ist ein Schild. Michael Jackson. Gehege von Michael Jackson. Ja. Ist der Manager von Michael Jackson oder was? Kann er mal vorbei. Nee, vorbei. Den habe ich schon oft gebracht. Den habe ich schon zu oft gebracht. Bockascha, Junge, Ballas! Gehege von. Wo ist die Wiss zu, wie lange wir schon aufnehmen? Michael. Keine Ahnung. Wo weißt du das nicht? Ist ja blöd. Ich nehme so lange auf, bis ich kenne. Ich frag bloß. Ich weiß doch nicht mehr, wann wir angefangen haben. Das weiß ich auch nicht. Also. Ungefähr vor einer Stunde müsste das gewesen sein. Also ich guck euch, das ist schon über eine Stunde her. Ach ja, stimmt, der Anruf war ja kurz mal. Also ich nehme jetzt schon ungefähr eine Stunde auf. Also wir haben schon locker die eineinhalb Stunden locker. Locker. Ja, das könnte durchaus sein. Darauf kannst du. Also ich bin froh, wenn ich endlich meinen Keller hier fertig ausgehoben habe. Es geht mir so auf den Sack, den ganzen Scheiß wegzumachen. Boah, ich muss jetzt ein bisschen Dennis nachziehen mit seinem Wasser tun. Ich muss ein bisschen, den muss jetzt ein bisschen mal vergrößern. Mach das, Dennis. Mach das. Der Dennis. Der nervt mich die ganze Zeit mit seinem scheiß Wasserturm. Ich will einen größeren Wasserturm haben. Also. So. Der ist bestimmt klein. Jetzt fangen wir mal an. Ja, ganz ein klein. Aber wir reden doch noch vom Penis, oder? Ja, natürlich. Okay. Wie witzig. Total, ey. Total. Ich habe mir auch mal überlegt, so ein automatisches Futtersystem für Kühe zu bauen und dann die immer abschlachten. Du kannst dir den Autofeeder in deinem Helm installieren. Ja. Ich meine, das ist... Ich habe zwar schon ein Feld, aber... Wer zum Teufel braucht ein Autofeeder? Ich verstehe das überhaupt nicht. Philipp, da so, kannst du dann immer zu dir rüber gucken aus meiner Oase. Das wird richtig cool. Geil, da kannst du dir meinen... dabei dir durchs Fenster zugucken, wie du arbeitest. Ja. Das ist geil, oder? Einfach dir mein Riesenhaus angucken. Ja, Riesenhaus. Läufst du eigentlich nackt zu Hause rum? Ja, natürlich. Das wäre schön, wenn du das weiter so machen könntest, bitte. Ja. No homo. Wie no homo? Wie? Oh mein Gott, das ist nicht. Wollen wir wieder irgendwelche österreichischen Hasstiraden anfangen? Eben. Mach mal. Ein paar Witze auf Kosten der Österreicher. Ey, stimmt, warte. Da gibt's doch bestimmt eine Seite Witze über Österreicher oder sowas. Das gibt's doch. Was? Das kann. Wenn das nicht gibt, das bringe ich zur Anzeige. Das gibt's doch gleich. Das ist nur was? Rassistisch. Spitzenwitze. Warum bist du das? / Österreicher. Jawohl. Direkt gefunden. Google ist dein Freund. Also. Jetzt geht's los. Was ist das Gegenteil von Österreich? Deutschland. Geistreich. Das ist ja... Bitte.
Wer macht so eine beschissene Zette? So, mehr davon gibt's dann in der nächsten Folge, die übermorgen um 16.30 Uhr online kommt. Also schaltet wieder ein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.